Ah, jetzt aber. Jetzt steht da Aufzeichnung, ja. Ja, genau. So, da bricht er die ganze Zeit ab. Das gibt's ja gar nicht. Siehst du Nein, das? hier steht zu zeichnen auf. Hier steht Aufzeichnung. Ja? Und er zeichnet ja auch bei mir auch noch den Skype-Recorder auch nebenbei auf. Aber das Video nimmt er auch gerade Hier auf. steht zeichnen auf, ja. Was bei mir ist. Naja, so ist wie. Dann gehen wir mal davon aus. Freunde, buongiorno! Wir haben den 12.04. Wir haben 20:17 Uhr. Wir haben heute Folge 192 abseits der Fußball-Podcast. 93? 93. Also, gucken wir hier. Also, 93, wenigstens einer kann zählen. Ja. Und wir haben heute einen nicht nur tollen, großartigen Gast, sondern mittlerweile auch einen lieben Freund dieses Podcasts. Ich glaube, das dritte, vierte Mal dabei. Also gefühlt natürlich immer, wir denken natürlich immer an ihn. Aber ich glaubte. Eure Übertreibungen sind so Nein, unglaubwürdig, aber ich nehme es zur Kenntnis. ja, ich habe es gefühlt. Ich habe es gefühlt. Ja, Herr Barken, Nein, guten nein, Tag. alles gut. Achso, Herr Barken guckt immer so, als er den Bus verpasst. Mit dabei natürlich unser Fußballfachmann, Eintracht Frankfurt-Experte, Mitmoderator Christian Lally-Barten. Guten Abend, vielen Dank, dass ich Buongiorno. dabei Und sein unser darf. lieber Freund, wir wollen heute ausführlich sein Buch besprechen, seine Karriere, seine Philosophie, den Fußball und vieles mehr. Bitte Applaus, ich wollte ihn gar nicht mehr vorstellen. Bitte Applaus für Uli Potowski! Uli, Servus! Ich bin tief beeindruckt, ja. Ja. Frag mich mal, frag mich mal. Das erinnert mich wirklich fatal an die Anfänge von RTL Plus 1984. Da haben wir uns auch nur selber applaudiert. Super. Ja, aber einer muss es tun. Einer muss den Job übernehmen. Uli, erste Frage natürlich direkt an dich, an unseren Gast. Hast du sie schon geöffnet, die Whisky-Cola? Ich bin ja Antialkoholiker, ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Oha. Insofern habe ich null Probleme damit. Ich habe die Diskussion natürlich auch ein bisschen verfolgt. Ich bin ehrlich, ich bin ja auch ein kleiner Spießer und habe auch gedacht, oh Hermann, ob das so gut ist, so um 22:45 ein Hoch auf Whisky-Cola zu singen. Aber ich habe das dann natürlich auch verfolgt und die absolute, absolute, absolute Mehrheit der Menschen hat geschrieben, Hermann Gerland darf das. Ich bin trotzdem ein bisschen skeptisch. Wer es nicht darf, ist Stefan Effenberg, Oh der ja. nämlich selber mal mit Alkohol am Steuer und ich weiß nicht, was angetroffen wurde. Der sollte da vorsichtig sein. Das ist so mit den Steinen werfen aus dem Glashaus. Aber es ist kein so ganz gutes Vorbild, wenn man um 22:45 gucken ja auch viele Kinder und Jugendliche zu, das hohe Lied des Whisky-Colas singt. Aber nochmals, Hermann ist schon ein feiner Mensch. Das ist vielleicht nicht so geschickt gewesen, aber ich mache mich gerade unbeliebt bei allen, die gerne Whisky-Cola trinken. Ich trinke das Der Leini kann Einzige. es verkraften, Nee, glaube das ich. Einzige, ich trinke auch sehr, sehr, sehr wenig Alkohol. Also ich habe auch zu Ja. Hause hier nie was. Und Nee. harte Sachen schon mal Da gar geht es nicht. mir Aber wenn, genauso. ja, wenn dann Whisky Ja. Cola. Ihr zwei, ich habe heute eine Theorie gehört und ich würde sie ganz kurz gerne mit euch besprechen, weil ich fand sie unglaublich. Und zwar, die Kinder wurden abgeholt, ich bin ja Erzieher, bla bla. Und ein Vater spricht mit mir immer über Fußball, er ist großer Eintracht-Fan. Und wir haben so über die möglichen Abgänge der Eintracht geredet und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn der Glasner geht, welcher Trainer soll denn kommen? Und er sagt zu mir, und bitte jetzt, bevor ihr aufschreit, erstmal zuhören, er sagt zu mir Nagelsmann. Ich sage, ja. Und er sagt, er hat gestern ein Interview gehört, in dem Julian Nagelsmann gesagt hat, der nächste Verein muss nicht unbedingt in der Champions League spielen, sollte schon ein bisschen weiter oben in der Tabelle stehen, aber sollte das Ziel haben, langfristig dort zu spielen. Was haltet ihr davon? Völliger Mumpitz oder könnte man sich das vorstellen, Uli? Ach, warum nicht? Also ich finde es eigentlich ganz prima, wenn Herr Nagelsmann sich so ein bisschen geerdet zeigt und nicht gleich wieder an englische Spitzenclubs denkt. Und ja, wenn man in Deutschland bleibt, gibt es nicht so ganz viele Vereine, die man aus einer Kategorie heraus betrachtet trainieren könnte. Und ich finde, da gehört Eintracht Frankfurt schon durchaus dazu. Also warum eigentlich nicht? Also ich finde den Gedanken nicht ganz so abwegig. Ich weiß auch nicht, was der Mann verdienen will, verdienen kann, aber der hat so viel jetzt da bekommen als Abfindung. Und Ja. also der muss dann nicht so unbedingt auf das letzte Millionchen achten. Und Er hat. vielleicht macht das wirklich mal aus Liebe zum Fußball. Das wäre mal eine Nachricht, weil ich im Moment das Gefühl habe, keiner macht es mehr aus Liebe zum Fußball. Es ist alles nur Turbokapitalismus und das macht mir ein bisschen Angst. Den Zusatz habe ich vergessen, bevor du antwortest, Steffen, deine Meinung. Er hat auch in dem Interview gesagt, es geht nicht ums Geld. Na, guck.
Ja, es ist, glaube ich, natürlich immer eine bequeme Situation, wenn man es von hier aus sagt. Also ich glaube, wenn ich jetzt ein Kumpel von ihm wäre, würde ich sagen, ja, kannst du machen, aber ist halt dann doch ein Schritt zurück. Also wenn wir ehrlich sind, also bei aller Liebe zur Frankfurter Eintracht, aber wenn du Trainer warst beim FC Bayern München und warum auch immer du es jetzt nicht mehr bist, aber glaube ich, also ich glaube, finanziell hat er mehr oder weniger ausgesorgt, aber ich glaube, Aber also guck mal, Herr Kovac ist nach Wolfsburg gegangen. ja. Und er ist vorher Meister mit dem Doublesieger geworden. Ja, Genau, also das ist natürlich genau. immer so ein bisschen Angebot und Nachfrage. Er ist ein junger Trainer. Ich glaube, es würde seiner Karriere und seiner Vita nicht so gut tun, zur Frankfurter Eintracht zu gehen. Vor allen Dingen, weil man Ja, weiß, aber Entschuldigung, wo soll er dann hingehen, deiner Meinung nach? naja, es gibt, glaube ich, schon den einen oder anderen Verein, der, also ich könnte mir den international, aber wegen seinem Auftreten und seiner ganzen Art und seinem Fußballverständnis auch locker vorstellen in England, in Italien, in Spanien, warum nicht? Also warum sollte der nicht irgendwann PSG trainieren oder Tottenham, also wirklich ganz oben angreifen? Aber Steffen, wie würdest du als Fan das denn finden? Würdest du das begrüßen? Oder das sagst Nee, du, mir ist es, ich glaube, ihr seid da beide, ihr sitzt da, glaube ich, beide so ein bisschen im gleichen Boot, das ist auch zu Recht, was die Fußballromantik betrifft. Und es sei natürlich irgendwie so ein bisschen weg vom schnöden Mammon und man unterstützt so einen Verein. Aber ich wüsste auch nicht, also mit was für Material will er bei der Eintracht arbeiten? Also Kamada ablösefrei weg, Ndicka ablösefrei weg, so geht. Glasner war, weiß nicht, so geht. So, da musst du gucken, wie es beim Trapp ist, ob er dann doch nochmal weich wird. Also, warum sollte er zur Eintracht gehen, wenn du nicht weißt, irgendwie dann. Da wirst du vielleicht den einen oder anderen attraktiven Einkauf haben, aber wenn du dann wirklich sagen kannst, du kannst in Tottenham, hast du ja ganz andere finanzielle Möglichkeiten, Naja, oder bei PSG. aber ihr habt ja recht. Aber ich glaube, dass die Eintracht schon dafür sorgen wird, dass da auch ein paar ganz gute Das Spieler denke wieder ich auch. nachkommen. Ja. Aber ich würde ja Herrn Nagelsmann lieber in Sandhausen sehen. Ja, zu Recht, zu Beim Recht. SV. Zu Recht. Und man darf, was man übrigens auch nicht vergessen hat, bei der Eintracht ist natürlich auch die Kohle. Die können sich den Nagelsmann gar nicht leisten, weil wenn sie im DFB-Pokal gegen Stuttgart rausfliegen und die über die Liga nicht international, dann ist nächstes Jahr Zappeduster. Dann gibt es nicht so. Kolomoani wird gehen, auch wenn ich es schade finde, er wird gehen. Und ich habe letztens, haben wir geredet, Steffen, Ja, wo du ja. gesagt hast 25 bis 30 und ich habe gesagt mindestens 70 bis 80. 100 sollen es sein. Genau, und es sind zwischen 80 und 100 Millionen wird gesprochen und dafür Ja. kannst du zwei Trainer bezahlen, zwei Ja, Spieler aber da musst holen. du erstmal gucken, ob alle die was können, auch bleiben, um das Geld Ja, vernünftig zu natürlich. investieren. Also, aber lass uns nicht Gut, zu genau. sehr darüber philosophieren, sondern ich zeige es gerade nochmal in aller Ausführlichkeit. Und zwar das neue Buch, und er hat einige davon, Uli Potowski, wie ich fast zum Weltstar wurde. Anekdoten, Erinnerungen, Begegnungen. Und zwar so, oha, warte mal. So, Jetzt sieht man es. so. Hallo Podcast-Hörer, jetzt einschalten bei YouTube. Und es geht um, kann man sagen, Autobiografie? Ja, kann man sagen. Ja, natürlich, das sind alles Geschichten, die, also die meisten jedenfalls, die ich selber erlebt habe. Dann habe ich, großes Wort, versucht mal so ein bisschen was Philosophisches niederzuschreiben, weil ich schon immer ein großer Fan von Richard David war und gedacht habe, boah, toller Kerl. Aber ich sehe natürlich nicht so aus, das ist mein Problem. Aber ich finde eigentlich so Philosophen, das ist so was Unantastbares, weil die können ja eigentlich sagen, was sie wollen. Das Und ist sie begründen es mit den Worten, es ist Philosophie. Und das Ja. finde ich wunderbar. Und ich habe so ein paar ganz kleine Stellen in dem Buch, also wo es beispielsweise, haben sich schon viele daran versucht, um Gott geht. Da bin ich philosophisch geworden, tatsächlich. Also inwieweit das wirkliche Philosophie ist, das sei mal dahingestellt. Aber das hat mir große Freude gemacht, mal in diesem Bereich ja, nachzudenken, nicht mehr und nicht weniger. Man muss mir auch nicht folgen, um Gottes Willen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es ein paar Menschen gibt, die meine Gefühle teilen werden. Da bin ich mir sicher. Hast du eine Stelle in dem Buch, die dir am meisten Spaß gemacht hat zu erzählen? Eine gewisse Geschichte, irgendein Ding, wo du sagst, das war ein absolutes Highlight. Wahrscheinlich waren viele Sachen Highlights, aber so ein i-Tüpfelchen? Ja, das Buch heißt ja ironisch natürlich gemeint, wie ich fast zum Weltstar wurde. Du bist ja einer. Ja, absolut. Wo nimmt er das her? Das ist ja die Frage. Und es gibt so, ich sage mal, drei Dinge, wo ich mit den absoluten Größen dieser Welt in Verbindung gekommen bin. Einmal mit Lady Di zum Beispiel. Also das war 1989, Wimbledon, Boris Becker, Steffi Graf gewinnen im selben Jahr. Großes Dinner anschließend und da wir die Rechtehalter waren, also RTL damals waren auch, der war der Head of Sport, der ich ja damals war, eingeladen an diesem Dinner teilzunehmen und da war auch Lady Di. Und wie das so ist, ihr kennt das Jungs, wir sitzen da mit ein paar Jungs beieinander und irgendwann hat einer zu mir gesagt,
da wurde auch getanzt. Du traust dich nicht, hier Lady Di zum Tanzen aufzufordern. Naja, klar traue ich mich. Und dann bin ich aufgestanden, bin so, ich sag mal, 6 Schritte in die Richtung des Tisches von Lady Di gegangen. Und dann standen aber auch in etwa 12 Sicherheitsbeamte vor mir und haben es verhindert, dass ich sie auffordern konnte. Aber ich schwöre bei Gott, ich hatte so Augenkontakt mit Lady Di. Und sie guckte so rüber und dachte, vielleicht hat sie auch Angst gehabt, was ist das für eine? Aber ich sage jetzt im Nachhinein immer, und deswegen, wie ich fast ein Weltstar wurde, Jungs, wenn ich mit ihr getanzt hätte, ihr Leben hätte ganz anders weitergehen können. Sie könnte sogar noch leben. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Also, nein, ist natürlich alles maßlos übertrieben. Aber das sind so Situationen, an die man sich tatsächlich ja, gerne, aber auch mit einem merkwürdigen Gefühl erinnert. Weil wir sprechen über einen Menschen, der nicht mehr unter uns ist. Aber diesen Augenkontakt hat es gegeben, wenn auch nur für 15 Sekunden. Und es gibt noch so ein paar andere Geschichten. Also dann füge ich das gleich hinten an. 1989 war ich in Israel gewesen. Und zu meinem großen Erstaunen wurde ich auf der Straße andauernd angesprochen. Also in Israel, wohlgemerkt. Also ich dachte, was haben die Leute? You are the tough guy from Germany, war immer so eine Aussage. Ich denke, woher kennen die dich? Und dann hat mir das einer erklärt. Also ihr müsst euch das so vorstellen, 1989 war RTL ja Satellitensender und in Israel konnte man RTL per Satellitenantenne empfangen. Und die Leute haben, ja, das kommt ein bisschen früh, das Aha, die Leute haben Tutti Frutti geguckt freitagsabends. Daran erinnere ich mich. Ja, das habe ich befürchtet. Und vor Tutti Frutti lief immer unsere freitagsabends Fußballsendung Anpfiff. Da haben die Leute um 5:45 angemacht, weil um 11 kam Tutti Frutti und da haben sie noch 5 Minuten lang mich gesehen. Und ich war ja relativ leicht identifizierbar in dieser Zeit. Also ein riesen Wolle auf dem Kopf und so weiter und so weiter. Fast so erregend wie Tutti Frutti. Mehr, würde ich behaupten. Mehr. Und das ist so ein Moment, wo du denkst, du kommst nach Israel, wo du glaubst, kein Mensch kennt dich logischerweise. Und du wirst an jeder Ecke angesprochen. Und deswegen dieser kleine, markante Satz, wie ich fast ein Weltstar wurde. Es war sehr lustig. Jetzt kommen gerade die ganzen Sendungen von früher als Kind, Tutti Frutti, alles nichts, oder? Mein lieber Scholli, RTL war schon so damals so ein Vorreiter. Also ja, für euch war wahrscheinlich der Lila Launebär die richtige Sendung. Ja, mit Matthias Krings gibt es den gut. noch. Weißt ja, der wird jetzt 80 und das ist lustig. Ich habe mit Matthias Krings, also das ist wirklich Wahnsinn, 1970 gemeinsam bei RTL Radio angefangen. Also es ist, wir sind uns dann immer wieder mal begegnet und ja, das war schon ein sehr, sehr wichtiger Mann in der Anfangszeit auch dann für RTL Plus, weil er die ganze Kinderschiene aufgebaut hat und der hat ja auch, damals gab es ja noch diese Tagesmoderation, wo einer wirklich komplett durchs Programm geführt hat von 17 Uhr an. Um 17 Uhr begann das Programm und das war um 1 Uhr zu Ende. Also das waren ja noch komplett andere Zeiten. Aber mit Matti Krings habe ich dadurch immer einen intensiven Kontakt gehabt und habe vor kurzem noch mit ihm auch telefoniert. Also der lebt jetzt wieder in Luxemburg und ja, war ein guter Kollege. Hast du denn im Laufe deiner Zeit Ereignisse gehabt oder Personen kennengelernt, die dich inspiriert haben oder die so einen Aha-Effekt in dir ausgelöst haben, wo du gesagt hast, okay, das hat mich gerade irgendwie krass total verändert, positiv oder negativ? Ganz viele. Ja. Also positiv, ganz sicher Peter Ustinov. Da hatte ich das große Vergnügen, 14 Tage lang täglich mit Peter Ustinov zusammen eine Sendung zu machen. Also das war auch in London, in Wimbledon. Und Ustinov war großer Tennisfan. Und wir hatten den eingekauft, täglich den Anfang der Sendung mit mir eine halbe Stunde zu gestalten. Und Ustinov hatte die große Fähigkeit, Tierstimmen nachzumachen. Also er konnte Löwen nachmachen, was weiß ich, alle möglichen Tiere. Und dann hat der immer Tennisspieler mit Tieren verglichen. Also Boris Becker war zum Beispiel für ihn ein Löwe. Und dann hat er immer so gebrüllt wie ein Löwe. Ich kann das leider nicht. Oder Nashorn nachgemacht, weiß der Teufel. Er konnte viele Tiere imitieren. Er hat immer gesagt, das ist dann für mich so der Löwe. Das ist für mich, was weiß ich, das Känguru. Das war sehr, sehr amüsant, schräg, aber auch oft passend. Und was ich von ihm gelernt habe, er war ein Humanist, also ein Mensch, der sehr, sehr, war ja auch bei UNICEF, der weit über den Tellerrand hinausgedacht hat. Und ich fand ihn faszinierend und habe in den 14 Tagen, glaube ich, mehr gelernt als vorher in 9 Jahren Schule. Das war toll gewesen. Krass. Und das als Beispiel, also
Ihr müsst euch vorstellen, in London war es so, dass es eine Treppe gab, die führte rauf zu unserem kleinen Studio und Ustinov war damals schon ein älterer Herr. Und das war eine relativ steile Treppe und immer täglich, wenn Peter Ustinov da auftauchte, stellte sich das Gesicht, wir hatten lauter englische Mitarbeiter, die stellten sich links und rechts der Treppe auf und immer wenn er kam, bekam er die Treppe rauf Applaus. Und das fand ich ganz großartig, wie angesehen Peter Ustinov war, wirklich ein Weltstar. Und es war ein großes Vergnügen, 14 Tage mit ihm zu arbeiten. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Bammel davor, weil er mir natürlich hoch überlegen war in jeder Beziehung. Aber das hat er mir sofort genommen und hat dann so in seinem lustigen Deutsch gesagt, Uli, ich habe dich schon ein paar Mal gesehen, wir sind jetzt per Du und das alles findet hier auf Augenhöhe statt. Und das fand ich faszinierend, krass, dass so ein Weltstar mit dem kleinen Potowski aus Gelsenkirchen-Schalke so umgegangen ist, als wenn wir auf Augenhöhe wären. Das waren wir natürlich nie. Ich gebe das unumwunden zu, er war mir in jeder Beziehung auch so überlegen. Sir Peter Ustinov, mein lieber Scholli. Sir Peter Ustinov, krass gesagt. Herr Barton, haben Sie? Nee, ich bin noch gerade ein bisschen fasziniert, weil das sind ja auch Namen, die man schon lange nicht mehr gehört hat. Auch. Und klar, er lebt ja auch schon leider lange nicht mehr. Ja. Uli, ich wollte mal fragen, weil wir hatten im Vorgespräch, wir nehmen es jetzt doch auf für den Abseits-Schmetterlinge-Podcast, sei es wie. Also kurzum, du hattest im Vorgespräch, das ist jetzt kein O-Ton, aber gesagt, es muss auch nicht unbedingt um Fußball gehen. Wie stehst du momentan mit dem Fußball auf Kriegsfuß, Hassliebe? Es ist dein Job. Ist es nur ein Job? Ist da noch Liebe vorhanden, was das Thema Fußball betrifft? Ohne Liebe geht es nicht. Und eine enttäuschte Liebe und eine enttäuschte Liebe ist manchmal die größte Liebe. Das wisst ihr, wenn man mal Ja, es ist ja so. Ich bin oft vom Fußball enttäuscht worden und finde, gerade im Moment werde ich auch wieder vom Fußball enttäuscht. Also wenn ich so mitbekomme, was oft in der Fußballwelt los ist und auch gerade was bei den Bayern passiert, das macht mich sehr traurig. Also ich bin kein Bayern-Fan, weiß Gott nicht. Aber ich kann mich erinnern, als Katsche Schwarzenbeck in der allerletzten Minute der Verlängerung das 1-1 gegen Atletico Madrid machte und dann die Bayern im Wiederholungsspiel, das gab es damals noch, 4-0 gewonnen haben, da habe ich mich unglaublich damit identifiziert und gefreut, dass ein deutscher Verein den Europapokal gewonnen hat. Und das ist so ein das ist verloren gegangen nach all dem, was da in den letzten Jahren passiert ist und das, was da bei den Bayern gerade passiert, das ist ja ganz extrem, finde ich. Also wird ein Trainer entlassen, meiner Meinung nach völlig zu einer unsinnigen Zeit. Da kommt ein neuer Trainer, der jetzt auch komische Sachen sagt, zum Beispiel, dass bis zur 70. Minute Bayern München die bessere Mannschaft war. Wenn sie Pech haben, verlieren sie auch 5-0. Das Ergebnis ist mir völlig egal. Ja, so ungefähr. Und das ist... Ui, das macht mich alles ein bisschen stutzig. Und dann natürlich dieser Turbokapitalismus, dass ein Trainer entlassen wird. Ich habe keine Ahnung, was er letztendlich an Abfindung bekommen hat. Nichts gegen Herrn Tuchel, der dann, wir wissen das ja alle gar nicht, was er da verdient, aber wahrscheinlich 12 Millionen im Jahr oder so. Das sind ja Dinge, die wir uns alle gar nicht vorstellen können. Und dann wird aber immer noch die Forderung erhoben, um wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen wir noch mehr Geld. Lass doch diese Engländer in ihrer Blase Fußball spielen. Dann sollen sie doch alle kaufen, die es auf dieser Welt gibt. Aber Rot-Weiß Essen spielt immer noch gegen den Wuppertaler SV. Tja. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, das ist es. Ich bin ja da der Traditionalist bei uns. Und wir hatten gestern Manuel Andrade zu Gast. Und er war bei der WM 1990 im Finale als Fan. Und wenn wir das mal Revue passieren lassen, es gab damals kein, entschuldigt bitte das Wort, aber es gab keinen Scheißdreck, es gab keinen Schnickschnack, es gab keinen... Werbung, Halbzeitshow, es war Fußball pur. So, mit Anpfiff, Abpfiff, fertig. Freude auf der Tribüne. Heute wird eine Bühne aufgebaut. Dann hast du Schnickschnack wie die ganzen Funken, die da fliegen. Und da frage ich mich auch, brauche ich das? Also ist ja Quatsch. Ja, aber du kannst dich auch entscheiden. Also wirklich, natürlich nicht traditionell zu sagen, okay, ist mir alles zu doof und ich gehe jetzt nur noch ab Liga 5 gucken, da gibt es eine Wurst, Bier und 500 Zuschauer. Also, weißt du, also du kannst dich ist ja dir überlassen, wie du das machst. Ja, du hast ja recht, was du sagst. Und trotzdem glaube ich, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Schritt zurückgehen sollten. Also ich mag das gerne beim 1. FC Köln, aber ich höre das relativ oft. Das Schönste daran ist der Gesang vor dem Spiel. Ja. Das macht mir dann doch Sorgen irgendwie. Oder wenn ich, das darf ich auch wieder nicht laut sagen, wenn ich sehe, dass da, ich weiß nicht wie viele es sind, 20, 15- bis 18-Jährige in Miniröcken. Ich finde das komisch. Ich finde es einfach komisch. Ja. Es ist nicht meine Welt. Also, dann das Fußballspiel ist dann immer noch das Fußballspiel, aber
ich weiß jetzt, ich mache mich ganz unbeliebt. Ich mache auch die Choreografien mich so wahnsinnig gerne. Das sieht manchmal schön aus, ich gebe es zu. Aber was da, wir reden über Nachhaltigkeit, was da für ein Müll fabriziert wird. Das stimmt, Was das kostet, was da weggeschmissen wird. Also ich bin da skeptisch, ob das alles so sein muss. Es gibt sicherlich auch vielleicht noch mal Zwischenwege. Die Leute sollen ihren Spaß haben, Fußball hat sich verändert. Es ist auch Showgeschäft, das will ich alles gar nicht abstreiten. Und zu einem gewissen Teil darf es das auch sein, aber wir müssen aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Oder du gehst zum Frauenfußball, die spielen schlechten Fußball der 70er. Also da hast du auch so einen. Da lehn dich nicht zu. Bitte. Der Frauenfußball hat schon wirklich. Der Zone hat mittlerweile einen eigenen Frauensportsender. Wow. Großartige Idee. Ich glaube, es gucken regelmäßig 5 bis 7 Leute. Herr Baden, sorry. Uli, du hast eine Frage, die mir persönlich am Herzen liegt. Du hast Ende der 90er, glaube ich, 4 oder 5 Jahre lang, ich meine im DSF, das Magazin auf Schalke moderiert. Stimmt, ja. Wenn man als Fan ein Magazin über die eigene Mannschaft moderiert, ist das, oder als Sympathisant, als Fan, ist das ein Segen oder gibt es da auch Momente, wo man sich denkt, hätte ich es doch nicht gemacht? Nee, da kommt ja wieder das zum Tragen, was ich ansatzweise vorhin schon mal gesagt habe. Wenn man etwas sehr gerne hat, seine Kinder, seine Frau, von mir aus auch seinen Hund, Reihenfolge sei jetzt mal egal, dann muss ich sagen, dass man die alle auch kritisieren darf und auch kritisieren muss, weil man sie sehr gerne hat. Und ich habe diese Sendung gern gemacht und ich weiß, dass ich nicht immer d'accord gewesen bin mit der Meinung der Fans und auch nicht mit der Meinung von Herrn Assauer oder mit Herrn Stevens oder dem damaligen Pressesprecher. Ich habe mir da erlaubt, vielleicht war ich sogar manchmal überkritisch. Nee, ich habe das so nicht empfunden. Du sagst es ja richtig, ich bin Sympathisant, das ist meine Heimat, ich bin da groß geworden. Das bedeutet mir auch einiges, aber ich bin kein Fanatiker in keiner Weise. Ich habe das, glaube ich, schon mal hier gesagt, dass Fanatismus einer der blödesten Dinge auf Gottes Erden ist, egal ob in der Politik, in der Religion oder auch im Sport. Mhm. Und deswegen, ich habe das gerne gemacht und ich glaube, dass ich das das kann ja nicht neutral gewesen sein, aber doch mit einem gewissen Abstand moderiert habe. Und Assauer hat oft zu mir, so wie es seine Art war, hinterher zu mir, Uli, was haben wir für eine Scheiße geredet? Nein, es war keine Scheiße, Rudi. Es war ein Nachdenken über den Verein, über Situationen. Und er hat mich dann am Ende auch immer wieder verstanden. Übrigens, es gibt eine Episode in meinem Buch, die ich sehr schätze, wenn ich das über mein eigenes Buch sagen darf. Da geht es um die Demenzkrankheit und da geht es auch um Rudi Assauer. Und Rudi Assauer war bei mir so 1,5 Jahre, bevor er gestorben ist, da war er schon dement und hat niemanden mehr erkannt. Und das ist so eine Episode in meinem Leben, die ich nie vergessen werde, weil wir haben bei mir im Büro gesessen. Er saß da, immer piekfein angezogen wie eine Hülle. Er wusste nicht, wer er war und wer um ihn herum saß. Und wir tranken Kaffee und es war Zucker auf dem Tisch, Würfelzucker. Und als die Besprechung beendet war, stand Rudi auf und nahm den Würfelzucker und schüttete den in seine Jackentasche. Und das habe ich erst gar nicht begriffen. Was passiert da? Jetzt müsst ihr wissen, dass das Langzeitgedächtnis manchmal noch irgendwelche Signale sendet. Und Rudi Assauer ist ein Nachkriegskind. Und 1945, 46, 47 gab es natürlich keinen Zucker oder wenig Zucker. Und das war im Unterbewusstsein so, dass er gedacht hat, ich nehme den Zucker jetzt mit, weil wir haben keinen Zucker zu Hause. Und das fand ich, als ich mir das habe erklären lassen, so traurig und so faszinierend gleichzeitig. Und das ist so eine Geschichte, die mir immer in Erinnerung bleiben wird, weil ich kannte Rudi Assauer natürlich auch ganz anders als den großen Manager. Viele haben gesagt, Macho, ja, das hat er auch gut gespielt, diese Rolle. Aber er war eigentlich jemand, der den anderen geholfen hat, wenn er gut mit denen war. Und diese Geschichte ist so eine, die mir ganz, die ist mir in der Seele geblieben. Und die macht mir klar, wir reden hier, weil wir das gerade auch getan haben, über Millionen, über Turbokapitalismus, über Fußball, über Choreografien. Und das kann dir passieren. Gebe Gott das nicht, dass du irgendwann eines Tages da sitzt und nur noch eine Hülle bist und dich daran erinnerst, dass du Zucker brauchst. Und das ist so etwas, was wir alle bedenken sollten, wenn wir uns über irgendwas aufregen, wenn wir uns wichtig tun. Das, was ich gerade erklärt habe, das ist wichtig, Mensch zu bleiben und Situationen zu erkennen und zu begreifen.
Ich habe gerade mal geschaut, ja, ich habe es leider nicht griffbereit. Ich habe die Biografie gelesen, habe sie gekauft, als sie rauskam. Vom Assauer ist schon ein paar Jahre alt. Sehr bewegend. Also wenn du den vorher als Typ schon cool fandest und seine Werte, das, was er erzählt hat, der hat ja wirklich, ich dachte es jetzt mal, die Schnauze aufgemacht, so wie es ihm einfach gepasst hat. Aber mit Stil, immer mit Stil. Auch im Doppelpass hat er sich doch mal mit einem von der Bild oder so, aber auch ganz mit Smartheit und es war Weltklasse. Assauer war halt echt ein Typ, den hätte ich gerne mal kennengelernt. Und da hätte ich noch mal kurz, bevor wir zum Steffen kommen, eine Frage an dich, Uli. Gibt es einen Spieler, einen Funktionär, einen Trainer, den du nie kennenlernen durftest, wo du aber sagst, den hätte ich so gerne mal getroffen? Also ich denke jetzt mal gerade zurück an all die vielen Jahre. Es hat sicherlich den einen oder anderen gegeben. Natürlich würde jetzt jeder sagen, der wie ich groß geworden ist, mit ersten Erinnerungen an den Fußball, an 1958, da war ich 6 Jahre alt, und kann mich erinnern, ich kann mich wirklich daran erinnern, wie in meinem fußballerischen Umfeld von Pelé gesprochen wurde, der damals 17 Jahre alt war. Und natürlich habe ich jetzt nicht persönlich kennengelernt, aber das hätte mir sicherlich viel Freude gemacht. Aber ich sage es euch dann mal so ein bisschen angeberisch, dann kam beispielsweise die WM 62, die ja dann nicht so toll war in Chile. Mhm. Und dann kam die WM 66 in England und da ging ja auch ein großer Stern auf von einem portugiesischen Spieler, Eusebio. Der Name. Ja, der so viele Tore geschossen hat. Und du hast mich gefragt, wen hätte ich gerne kennengelernt? Und 66 war ich so im jugendlichen Fußballalter und ich weiß, dass Nordkorea gegen Portugal, ich weiß nicht, war es Viertelfinale? Ja, ich glaube ja. Da führte Nordkorea gegen Portugal mit 3-0. Und ich hatte ein Fußballturnier in Gelsenkirchen und wir hörten das. Nordkorea führt 3-0 gegen Portugal. War natürlich eine absolute Weltsensation. Aber Portugal hat am Ende noch 5-3 gewonnen und Eusebio hat auch, glaube ich, mindestens drei Tore gemacht. Und den durfte ich dann irgendwann mal 1984 kennenlernen. Oh. Und in Luxemburg. Es gibt auch ein wirklich super schönes Foto von uns beiden. Ich bin nicht der Mensch, der Fotos so gesammelt hat und aufbewahrt hat, aber das von Eusebio und mir, das habe ich aufbewahrt und ich schicke euch das nachher mal bei WhatsApp, weil das ist wirklich eine so schöne Erinnerung und auch ein Fußballer von der ganzen Art her, wie er gespielt hat, den ich immer sehr verehrt habe. Also insofern, ich habe viele getroffen, auch wenn es da eine sprachliche Hürde gab, aber wir hatten damals einen Dolmetscher dabei, das hat ganz gut geklappt. Also insofern, ich habe viel Glück gehabt auf dem Sektor und habe viele, viele Leute kennengelernt, persönlich kennengelernt, also Gary Lineker zum Beispiel oder Stoichkov oder Dino Zoff, also mit denen hatte ich alle persönlich mal zu tun und das ist natürlich ein großes Glück gewesen. Was ich, wenn ich das noch kurz erzählen darf, ich fand das faszinierend. Hansi Müller, der ja in Italien ein großer Star war, mit dem war ich mal bei einem Europapokal-Endspiel in Amsterdam. Ich weiß gar nicht mehr, wer da gespielt hat. Und wir sind dann aber es war ein italienischer Verein dabei. Genau, Juventus, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Oder war es AC Mailand? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich mit dem durch Amsterdam gegangen. Und da habe ich mal die Kraft des Fußballs so gespürt, über Jahre später noch, weil die Tifosi haben den alle erkannt und überall, wir saßen in Amsterdam irgendwo in einem Straßencafé und da stand dann plötzlich mehrere Dutzend Fans um ihn herum und so. Das war schon faszinierend, so auch Jahre später, wie er noch verehrt wurde und das hat er sehr genossen und das habe ich ihm auch gegönnt. Also das ist so eine schöne Erinnerung, wo du mal mit einem Weltstar mit einem großen internationalen Fußballer durch eine Weltstadt gegangen bist und der wurde an jeder Ecke erkannt. Das hat mir sehr gefallen. Ja. Uli, ich wollte mal fragen, also ich habe jetzt echt noch so, aber ich versuche es mal zu komprimieren. Du bist ja schon Ewigkeiten im Geschäft und der Barton und ich, wir haben seit neuestem ganz offiziell, also beim Leini ist es auf dem Weg, bei mir ist es schon im Portemonnaie Presseausweise. Wow. Und am Samstag. Die würde ich gerne mal sehen, eure Presseausweise. Hast du deinen parat? Ich müsste in die Küche. Meinst du, ich mache einen Scherz? Nee, ich würde ihn gerne mal sehen. Ich will mal sehen, ob das ein richtiger ist. Hol mal. Mal gucken, ob die uns bescheiße hier. Komm, hör auf. Dann lass ihn mal gehen. Und wo habt ihr die her, die Presseausweise? Vom deutschen, Fachverband ich müsste mal gucken. Wir haben uns da beworben, Uli, ich kann es dir sofort sagen. Ich gucke mal. Deutscher Fachjournalistenverband. Deutscher Fachjournalistenverband oder der Deutsche Journalistenbund?
Nee, nee, Deutsche Fachjournalisten, DFJV, Deutscher Fachjournalistenverband. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Ist dieser Presseausweis vom Innenminister unterschrieben? Das weiß ich nicht, aber Steffen hat bei der Eintracht jetzt eine Akkreditierung quasi beantragt. Und keine bekommen. Doch, hat er bekommen. Hat er bekommen. Den weiten Weg. Hat er bekommen. Respekt. Vom Büro in die Küche und zurück. Kostet 100 Euro im Jahr Mitgliedsbeitrag. Ja, das sehen, dass der Barton flüstert. Dann zeig mal den Ausweis. Gut, dass ich eine... kontrollieren, ja. Ich habe nur gesagt, Steffen, dass es 100 Euro im Jahr kostet. Und, so. Aber für den Ausweis oder für die Mitgliedschaft in dem Verband? Für die Mitgliedschaft, genau. Pro Jahr. So, meine Damen und Herren. So, dann zeig. Hallo Podcast-Hörer, bitte jetzt einschalten ab Minute 30. Ich zeige offiziell meinen Presseausweis. Ich bin gespannt. Und der Onkel Potowski glaubt mir ja, nicht. Ja, ich muss gucken, weil es gibt da auch Nachgemachte sozusagen. Zeig mal, zeig her. So, meine Damen und Herren, Trommelwirbel, zack. Die Rückseite bitte. Zack. Ich kann es nicht richtig erkennen. Was muss denn da draufstehen? Das ist der echte. Oh, guck mal hier so mit Dings hier, mit Stempel. Ist da, ja, das ist schon schön gemacht. Aber hat der Innenminister unterschrieben irgendwo? Ja. Nie im Leben. Nee. Ich bin mir nicht sicher. Sieht nicht schlecht aus. Warte mal, ich will mal gucken, ob ich meinen bei der Hand habe. Ja. Wollen wir vergleichen? Das, meine Damen und Herren, ist Dekadenz. Wir vergleichen die Presseausweise. Ich möchte nochmal in aller Deutlichkeit sagen, Steffen vergleicht mit Uli Potowski. Ja, meine Damen und Herren, weißt ja, du, ich, weil angefangen ich mit Zeppel in der Küche, geil. Podcast Folge 1 und jetzt? So, jetzt pass auf, jetzt stelle ich noch eine entscheidende Frage dazu. Ja. Wer hat denn für euch gebürgt? Gebürgt? Ich habe für uns gebürgt. Ja, damit ist euer Presseausweis leider Da muss jemand bürgen, oder? Ja, du brauchst zwei Bürgen eigentlich. Zwei Bürgen? Okay. Bei wem? Hier ist meiner. Ja. Ah, bisschen näher bitte. Ich weiß. Eine Flussseite? Ja. Okay. Ist da die Unterschrift vom Innenminister drauf? Warte mal, ich guck mal gerade. Ist das deine eigene? Ja, meine eigene ist auch drauf. Warte mal, ich weiß das. Früher war das mal so. Also das ist von uns, ist es. Wir sind jetzt beim Deutschen Fachjournalistenverband. Ja, das gibt mir zu denken. Ja. Also der Presseausweis ist tatsächlich, ich sehe gerade hier, Innenministerium, der Vorsitzende vom Innenministerium, der Innenministerium-Konferenz, der hat das unterschrieben, sehe ich gerade. Ja. Bei was für einem Verband bist du? Es geht beim VWS, das ist der Verband Westdeutscher Sportjournalisten, der aber wiederum dem Deutschen Journalistenverband angehört. Und Achtung, das könnt ihr nochmal kontrollieren, da oben, Presserat, habt ihr das da drauf? Ja, das sieht aber aus wie selbst gemacht. Ich krieg das nicht so richtig hin. Presserat da oben. Ach, okay. Und damit kommst du bei der Kontrolle durch, Uli. Nein, das ist das, was mich jetzt gerade irritiert. Weil das gar nicht entscheidend ist, das Ding hier. Das ist gar nicht entscheidend. Also das ist wirklich ein offizieller Presseausweis. Ja. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich damit in jedes Stadion komme. Ach so. Okay. Ja, weil die Zeiten sind ja so, dass du normalerweise, also jeder Fußballverein, jeder Bundesligaverein hat ja einen Beauftragten sozusagen für die Akkreditierungen. Da muss man sich akkreditieren lassen. Und normalerweise bekommt man nur eine Akkreditierung, wenn man auch gleichzeitig nachweisen kann, dass man für ein bestimmtes Medium arbeitet. Also für eine bestimmte Zeitung oder ja, und dann ist es, der Presseausweis ist nicht die Eintrittskarte für alle Veranstaltungen. Das ja, genau, so, genau. Also du musst dich akkreditieren und musst da, genau. Und bei der Eintracht aus Frankfurt ist bei uns natürlich der Vorteil, dass wir den Presse schon mal... Probier es mal bei Schalke, würde mich interessieren, was dabei rauskommt. Uli, wir werden dem auf jeden Fall nachgehen. Lieber Günther Wallraff. Ich wollte aber mal fragen, also wenn Sie mich dann wirklich reinlassen, hast du eine Empfehlung? Weil es gibt ja dann irgendwie Pressebereich und Presse irgendwie Bistro und so. Gibt es irgendwas, gibt es irgendwelche Go's und No-Go's für Frischlinge wie mich, die man auf jeden Fall erleben sollte oder die man tun? Ja, also ihr kommt natürlich mit der Akkreditierung, die ihr da habt, seid ihr natürlich nur für die Area berechtigt, wo sie hinterher alle dran vorbeilaufen. Also da muss keiner mit euch sprechen. Es kann schon mal sein, dass da ein Spieler stehen bleibt. Da ist man hinter irgendwelchen Absperrseilen und so Quatsch alles. Und die Rechteinhaber, also Sky beispielsweise,
Also zu mir müssen die Spieler kommen, also zwei Spieler und ein Trainer. Dazu sind die verpflichtet, zu euch muss ich niemand kommen. Ich komme auch kommen. Zu dir, wenn du willst. Ja, ja, wird auch schwierig, aber wieder ein anderes Problem. Wir stellen einfach hin und sagen, wir kennen den. Ja, ja. Das Uli! Ja. Also du kommst auch damit natürlich nicht in den VIP-Bereich, ne, um ja, das ja. gleich zu sagen. Auch ich komme nicht. Nein, da kommst du nicht rein. Auch ich komme nicht in den VIP-Bereich damit. Also das überhaupt nicht. Und auch nicht mal mit der, ich habe ja dann nochmal eine extra Akkreditierung von Sky und mit der komme ich auch nicht in den VIP-Bereich. Also das ist durchgestrichen. Ja? Damit darfst du dann in die Pressekonferenz. Das ist aber auch nicht sicher, dass du mit deiner Akkreditierung auch in die Pressekonferenz kommst. Da müsst ihr mal drauf achten. Ja. Gibt es verschiedene Stufen einfach, ja. Da bin ich mal gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Also ich habe hier noch so ein Schreiben bekommen von den lieben Freunden unserer Frankfurter Eintracht. Und also wir werden mal schauen, aber das ist ja schon mal, warte mal, hier, Akkreditierungsinformation. Jetzt will jetzt wissen, das Steffen, bitte genau. Ja, jetzt frage ich aus. Hier. Ach, da ist auch die Unterschrift vom Innenminister. So, da. Der ist Mitglied bei Eintracht Frankfurt. Ja, Selfie, ja, ja. Also du kannst, ich habe jetzt irgendwie meinen Parkplatz fit gemacht, da bin ich ja schon dankbar für. Also, weißt du, und dann gibt es hier Zack und Medienbereiche, genau. Im normalen Spielbetrieb bestehen die Medienbereiche aus PK-Raum, Presse, Bistro. Ja, das ist schon gut. Genau, und Bistro so weiter. Ist gut. In Frankfurt gibt es auch gutes Essen, das kann ich dir versichern. Das Geilste ist im Pressebereich, entweder im VIP oder im Pressebereich, aber ich glaube, in dem normalen Pressebereich steht ein Handkäseautomat. Ich geh kaputt, ein Handkäseautomat. Du bist nicht zufälligerweise am Samstag auch in Frankfurt, oder? Nein, ich bin Samstag in Köln. Nein. Schade. Aber vielleicht, das wäre ja wirklich mal der Kracher, wenn wir uns mal... Genau. Aber ich wollte, hast du noch Tipps für einen Frischling? Irgendwas, wo du sagst, okay, das kannst du auf jeden Fall mal wagen oder das sollte sein. Nee, benehmt euch nicht zu auffällig, sonst gibt es keine Akkreditierung mehr. Immer nett sein zu den Offiziellen, immer nett zu den Spielern, immer nett zum Trainer. Also nett im Sinne von kritisch oder sachlich, aber nie irgendwie auffällig werden. Ja. Uli, den Dicken machen wir nur hier. Du hättest uns mal sehen sollen, dass als wir ins Hotel sind, um Jörg Dahlmann zu interviewen, und an dem Raum war unser Logo. Und wir haben gedacht, das ist ja unser Logo. Da waren wir schon so klein mit Hut und haben uns aber auch gefreut. Also ja, Demut. Ja, immer schön. Das habt ihr gut gemacht, Jungs. Ja. Und wenn der eine hier bei uns zu Gast ist, wie heißt der anstrengende? Der Matthias Esch. Ich muss mal gerade ins Dunkle mit euch. Matthias Esch, den kenne ich gut. Ja, ich weiß. Der ist auch cool. Ab und zu bei uns. Ja. Oh, ist halt ein bisschen anstrengend, aber wir schleppen ihn so durch. warum ist der bei euch? Das wüsste ich auch gern. Der war auch schon zweimal da und irgendwie ja. zueinander gefunden. Und genau, und es macht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Ja, mit dem mache ich immer eine Radiosendung zusammen. Ja, das habe ich gesehen, bei Insta habe ich das gesehen. Uli, ich wollte noch mal fragen zum Thema Field Reporter und macht der Job noch so Spaß, wie er machen soll? Mit den ganzen Medienberatern. Ich hatte jetzt zuletzt dich gesehen, hat auch ein Foto geschickt mit Alex Meyer bei der Frankfurter Eintracht und man hatte echt so das Gefühl, der Uli kann eigentlich fragen, was er will, der Meyer hat einen Maulkorb und so richtig. Oder gibt's ich fand den Meyer eigentlich noch recht entspannt, also an dem Nachmittag. Also den fand ich noch witzig und gar nicht so. Mit dem war ich sehr zufrieden, um ehrlich zu sein. Also da habe ich schon ganz andere Dinge erlebt. Nee, das war eigentlich ganz okay. Mit wem warst du nicht zufrieden? Och. Also das ist schwer, das jetzt so namentlich zu benennen, aber das sind ganz viele, wo du merkst, wo dann wirklich nur noch von Spiel zu Spiel Denken kommt oder so, weißt du, das hat man ganz oft und das ist anstrengend und macht auch keine Freude mehr. Aber Meyer fand ich gut, also das war sehr lustig, ich habe ja noch mit ihm um seinen Hund gewettet, habe das gar nicht mitgekriegt. Ne? Um seinen Hund gewettet? Ja, ich komme ja manchmal auf so bekloppte Ideen. Naja, das war lustig gewesen. Das war der Hintergrund bei dir. Bitte? Das fällt im Hintergrund bei dir. Wer ist im Hintergrund? Hast du den Hund gewonnen? Nein. Nein. Nee, aber das war nett gewesen. Ich fand das Interview sogar ausgesprochen nett und freundlich und ja, dass die nicht immer komplett aus sich rausgehen. Aus der aktiven Zeit hat er viel, viel weniger gesagt und da ging es ja auch darum, dass er da Trainer wird bei der U21 oder so. Nee, das war alles in Ordnung. Das hat er auch erzählt, dass er das wird und so. Ich fand dieses Gespräch eigentlich sogar für so ein Halbzeitgespräch relativ informativ. Also so habe ich das jedenfalls in Erinnerung. Nee, das fand ich gar nicht, dass der mit dem Maulkorb gesprochen hat. Nee, würde ich widersprechen. Aber nochmals, das ist ja
subjektiver Eindruck auch manchmal. Aber hast du denn das Gefühl, dass es zu viel Medienberatung gibt von außen, zu viel Pressesprecher, der aufs Mikro guckt und sagt, Obert, und wenn die Frage kommt, sagst du gar nichts? Ja, oder nein, das siehst du ja schon, wenn die Leute zum Gespräch kommen, dann ist der Pressesprecher ja schon vorher bei dem Trainer, bei dem Spieler und sagt ihm, pass auf, die und die Szene, wenn er die ansprechen sollte, wir haben uns das schon mal angeguckt, dann musst du dies, das oder jenes sagen oder gib es nicht zu oder gib es besser zu oder was auch immer. Nein, die werden schon... Klingelt, ich muss kurz weg. Ja, klar, logisch. Herr Bartner hat eine Pizza bestellt, ja, können nein, wir. Nein, ja. Ich glaube ja, dass das der Innenminister ist und den Ausweis abholte. Nee, aber ja, das ist schon... Das ist auch was persönlich überreicht. Ja, das, dann seid ihr ganz große. Nein, das ist schon so, dass sich das natürlich alles verändert hat, aber ja, ich versuche das ja immer noch ein bisschen anders zu machen als andere Leute. Also ich kann mich erinnern, genau an dem Spieltag, da ging es um nach Spielschluss ein Interview mit Herrn Glasner, den, wie heißt er, der Ägypter aus Wolfsburg, der möglicherweise zur Eintracht kommt. Ach hey, ich weiß, wie du meinst, ich krieg jetzt den Namen. Kein ganz so schlechter. Ja. Und aber darüber will ja nie einer reden. Eigentlich sind solche Fragen auch völlig unsinnig. Werdet ihr ihn verpflichten oder so? Oder ist er im Gespräch? Aber das versuche ich dann anders zu machen, indem ich gesagt habe, was natürlich komplett gelogen war. Ich habe ägyptische Freunde und die haben mir erzählt, dass die mit denen befreundet sind. Und, ja, und dann du siehst förmlich das Entsetzen dann in den Augen von Herrn Glasner, so nach dem Motto, weiß er jetzt was oder weiß er nichts? Also so versuche ich das dann so ein bisschen. Aber der war gut, weil der Glasner hat dann gesagt, ja, ich habe leider keine ägyptischen Freunde. Aber das so versuche ich dann, geht ja auch nicht immer, aber gelegentlich die Gespräche noch mal ein bisschen anders zu führen. Das geht mal geht es nicht. Und aber hast du denn schon mal für deine Art eine gelbe oder rote Karte bekommen aus dem Fußball oder von den Programmverantwortlichen? Hast du gesagt, okay, das war zu frech oder zu keck? Ich bin nicht frech, das bin ich nicht. Ich bin manchmal anders, aber frech bin ich nicht. Nein, ach klar, kriegst du schon mal irgendwie gesagt, da fällt mir gerade eines noch nicht so lange her, also eigentlich eine fast traurige Geschichte. Da hat der Niklas, ich vergesse immer den Nachnamen, Füllkrug. Von Werder Bremen Spieler. Füllkrug. Nein, der heißt ja Niklas. Ach, egal. Auf jeden Fall Spieler von Werder Bremen, der hatte in der Woche vor dem Spiel wo haben sie gespielt? Selbst das weiß ich nicht mehr. In Augsburg. Hat der bekannt gegeben, dass er Depressionen hat. Ui, okay. Ganz offen auch darüber gesprochen und so und in der Pressekonferenz und dann habe ich vor dem Spiel den Ole Werner gefragt, so sinngemäß, ihr Spieler hat ja bekannt gegeben, dass er Depressionen hat, dass er das als Krankheit hat, inwieweit gehen Sie besonders damit um und so weiter und so weiter, hat auch sehr schön geantwortet und dann war das Spiel zu Ende und ich wollte, ich weiß nicht mehr wen, zwei Spieler von Werder zum Gespräch haben, aber der eine konnte nicht, warum auch immer. Und stattdessen schickten sie mir diesen Spieler. Da war ich schon mal ein bisschen überrascht, dass der kam. Und der hatte eine riesen Chance ausgelassen. So aus ganz alleine vom Torwart, aus 11 Metern knapp vorbei. Niklas Schmidt. Ja, genau. Niklas Schmidt, exakt. Und ich verstieg mich dann in die Frage, so sinngemäß, so eine riesen Chance auslassen. Denkt man da lange drüber nach? Und sie haben ja jetzt auch gesagt, dass sie Depressionen haben. Führt das dann gleich wieder irgendwie dazu, dass die Krankheit sich bemerkbar macht? Und dann habe ich mit ihm aber ein ganz, menschliches, dem Menschen zugewandtes Gespräch über Depressionen geführt, weil ich auch schon mal glaubte, ich hätte Depressionen oder ich wäre auf dem Weg dahin. Und das haben wir so besprochen. Und dann war das Gespräch zu Ende und ich sage, es ist ja gut, dass wir mal darüber gesprochen haben und das kann man ja auch mal nach so einem Spiel thematisieren. Ja, das denkt man. Und dann gab es hundertfach auf der Fanseite von Werder Bremen, wo die Leute sagen, der Potowski ist so bescheuert. Was spricht er denn auf seine Depressionen an? Ich schwöre bei Gott, es war dem Menschen zugewandt, komplett dem Menschen Niklas Schmidt zugewandt, überhaupt nicht in die Richtung. Also da wird dir dann unterstellt, er ist sensationsgierig. Null, absolut null. Es war genau andersrum, dass ich gedacht habe, für alle, die damit zu tun. Und wenn er nicht selber darüber so offen gesprochen hätte, hätte ich das ja im Leben nicht getan. Also insofern, aber du siehst, wie schnell dir das dann so ausgelegt wird. Also die gelbe Karte oder vielleicht sogar die rote habe ich dann von bestimmten Fans bekommen. Ja. Da von Niklas nicht und auch nicht vom Trainer und auch nicht vom Pressesprecher und auch nicht von Sky.
Aber Sky hat mich am Sonntag dann angerufen und hat gefragt, wie war denn das da, was war denn da? Und ich sage, also wenn die sich jetzt beschweren, dann haben die Menschen mich nicht verstanden. Das tut mir leid. Mhm. Und ich würde mich auch jederzeit bei dem Niklas entschuldigen und sagen, wenn ich jetzt zu weit gegangen bin, bitte sag es mir. Und dann werde ich mich dafür auch entschuldigen bei dir. Das ist gar keine Frage. Aber ich habe ihm dann ein paar Zeilen geschrieben, aber das ist, da war gar nichts. Also insofern, du siehst, ihr seht, wie schnell man dann bei den Leuten irgendwie, ja, Missgunst auslöst. Aber ich glaube, das sind dann auch Menschen, die von dem Thema an sich jetzt nicht wirklich viel Ahnung haben, weil es ist ein ganz, ganz schwerer Schritt damit, in die Öffentlichkeit oder generell nach außen zu gehen. Ich habe da kein Problem mit. Ich war selbst 2 Jahre wegen Depressionen in Behandlung und es war das Beste, was ich machen könnte. Und gerade für mich zumindest, das Schlimmste war gewesen, sich zurückzuziehen. Also hat er doch alles richtig gemacht, Ich gebe zu, ich habe dann hinterher darüber nachgedacht, war es so clever, triggere ich ihn an, wenn ich sage, du hast jetzt diese Riesenchance vergeben, hat man dann wieder ein Problem. Das war vielleicht ein bisschen ungeschickt, das gebe ich zu. Aber es war nochmals, es war komplett dem Menschen zugewandt und überhaupt nicht auf Sensationen aus. Aber ich will nur sagen, so schnell geht das, dass du irgendwie, ein kleines Problem kriegst. Es war kein wirkliches, aber mich hat es aber trotzdem geärgert, dass Menschen mich angegriffen haben. Darüber habe ich mich geärgert, gebe ich zu. Was hältst du denn von Kollegen von dir, die in so einer Situation nach vorne preschen und egal, ohne auch Rücksicht auf Verlust sagen, er hat es gesagt, er muss dazu stehen und darüber reden? Gibt es da wirklich diese Kollegen, die, man kennt es ja eigentlich nur aus Amerika, so die auf alles, die hinterherfahren, die sowas ausnutzen? Haben wir das in Deutschland auch? Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, dass die jungen Kollegen, ich habe ja jetzt meinen Vertrag hier bei Sky noch tatsächlich nochmal verlängert. Weil ich es auch musste, um ehrlich zu sein. Aus bestimmten Gründen, ja. Das kann ich auch offen sagen. Und da habe ich gesagt, also es ist kein Nachteil, wenn du einen Älteren im Team hast. Mhm. Die jungen Leute können gerne, genauso wie ich von den jungen Leuten gerne lerne und von denen höre, was sie bewegt und warum sie so und so fragen und arbeiten, genauso wäre es nicht schlecht, wenn sie gelegentlich auf das zurückgreifen, was ich zu erzählen und zu sagen habe, dass da so ein Ausgleich stattfindet oder ein Austausch stattfindet. Das finde ich jetzt nicht so schlecht. Ich kann das jetzt nicht sagen. Es gibt sicherlich ein paar, die auch darauf aus sind, ich nenne es mal, krawallig zu fragen. Das will ich nicht abstreiten. Aber nie, also hoffe ich jedenfalls, ich wüsste jetzt keinen zu benennen, der das so bewusst macht, um den anderen echt zu provozieren. Das sind manche Fragen härter als ich, wo ich dann auch manchmal denke, oh, Respekt, das könnte ich so gar nicht. Also das muss man schon sehen, dass Menschen unterschiedlich sind, unterschiedlich fragen. Aber ich hoffe, dass keiner von meinen Kollegen das macht, um sich selber darüber zu profilieren, sondern weil es deren Überzeugung ist. Und dann ist es in Ordnung, meiner Meinung nach. Wie war das denn damals, ganz kurz, Steffen, weil es mir gerade einfällt, bei Sebastian Deißler, als er damals darüber gesprochen hat, wie war denn da unter euch Journalisten so die Reaktion und wie habt ihr das aufgenommen? Er war doch, glaube ich, sogar der Erste, der das öffentlich gemacht hat. Ja, das war wirklich noch ein völlig neues Thema, wo man auch gar nicht so richtig was damit anzufangen wusste. Aber soweit ich das in Erinnerung habe, so habe ich es jedenfalls in Erinnerung, wurde da recht respektvoll drüber berichtet. Also das ist so. Ja, ich glaube ja auch, dass so, auch wenn das ein Fußballfan vielleicht nicht gerne hört, auch private Dinge dann manchmal dazu führen, dass jemand eine bessere oder schlechtere Leistung auf dem Fußballplatz abliefert. Also wenn du Krach mit deiner Ehefrau hast oder die hat gerade einen anderen Freund und will sich trennen oder was auch immer, ja, dann spielt das eine Rolle. Ich würde jetzt nicht fragen, hast du jetzt schlecht gespielt, weil deine Frau dich betrügt oder so. Das ist natürlich Schwachsinn. Aber wenn es vorher in der Zeitung steht, dass da eine Scheidung im Hause steht oder sowas, dann auf eine ganz, ganz, ganz sensible und vorsichtige Art könnte man sich auch diesem Thema nähern. Weil ich glaube, manch einer ist dann auch froh, dass er darüber reden kann. Aber das ist ein schwieriges und heikles Thema. Wie weit kann man gehen und was kann man fragen und was kann man nicht fragen? Das ist schwierig. Ne?
Und kann der Herr Barton bitte bei der Produktion auf der letzten drei Minuten nochmal nach dem Ausschlag gucken, weil der Uli hat jetzt gerade so schön entspannt gesprochen und dann haue ich da diesen Nieser raus. Ich vergesse mich. Also nicht, dass jetzt, falls jetzt einer Tinnitus hat, bitte Mail an mich. Sorry. Ich wollte das Mikro ausmachen, aber es kam so unerhofft. Also ich möchte nochmal sagen, Uli, vielen, vielen Dank. Kauf bitte dieses Buch. Ich zeige es nochmal in die Kamera für die YouTube-Zuschauer. Ja. Wenn ihr mehr über Uli Potowski erfahren wollt, dann kauft dieses Buch. Ich mache gerade noch ein Foto und ich darf, lieber Uli, dich auch noch bitten, weil wir das natürlich dementsprechend schneiden. Wenn du ganz kurz sagen möchtest, hier ist Uli Potowski und ihr hört Abseits der Fußball-Podcast, dann können wir es an den Anfang schneiden, das wäre super. Hier ist Uli Potowski und ihr hört Abseits den Fußball-Podcast. Perfekt. Jetzt würde ich gerade noch, oh, so, Licht, guck mal hier, warte mal, so ohne... So, noch ein Setfoto. Lieber Olli, ja, vielen, 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 vielen Dank. Und du guckst jetzt auch noch Champions League? Jetzt kommt die ganz schlechte Nachricht. Ich habe diese Dienste nicht. Richtige Entscheidung. Ich habe das auch nur, nee, ich reg mich gerade auf, Steffen. Wir haben vor der Saison die Diskussion gehabt. Ich habe es wirklich nur wegen dem Podcast gemacht. Ich will nicht sagen, was es kostet. Früher hast du einen Sender gehabt, fertig. Ich gucke um 23 Uhr die Zusammenfassung im ZDF. Richtig. Damit komme ich klar. Ja. So ist es, ja, absolut. Ich gehe jetzt auf die Couch, esse Pizza und gucke das Spiel. So, Freunde, ich sage Spaß dabei. Ja, wünsche euch was, Jungs. Bis bald. Uli, tschüss. Im Presseraum sehen wir uns wieder und wehe, benehmt euch nicht richtig. Machen wir. Tschüss. Ciao. Ciao.